Willkommen zurück zu The Last Faith Folge 2. Wir stehen vor dem Herrenhaus. Wobei, da ist ja eine Lady, also ist eigentlich ein Ladyhaus, ne? Und gehen da jetzt rein, denn das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ich hätte gerne. Zauber hätte ich gerne. Hey, ich glaube, uns geht nicht so gut. Sag mal, kann es sein, dass wir sehr bald einen Enterhaken kriegen? Das wäre nämlich total geil. Okay. Hi. What is this place? Ah, a wanderer. Around these parts. You truly have hardy blood coursing through your veins. Blood that I regretfully do not possess. Blood. I am Mark. And this here liquor is my courage. This liquid keeps my heart beating. The only way to heat up my sunless world. This curse has shackled me to Shadow. Away from my beloved Mithringal. Imagine, gehst in den Club. Lernst jemanden kennen. Hallo, ich bin Erik. Wer bist du? Ich bin Mark. Mein Dasein ist absolut tragisch und ich halte es nur aus, indem ich größere Mengen an Alkohol konsumiere. Niemand kann mein verfluchtes Ich nachvollziehen, denn alles, was ich bin, ist Schmerz und niemals wird mein tragisches Leid ein Ende finden. Okay, sorry. Mithringal, tell me of this place. I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer. Yet it is a city that now exists merely in my dreams. The contamination smote what I held most dear. The cloud still holds the city hostage. Hence why I remain here, with no hope of forgetting. Despair and distrust has overwhelmed the people. Just like our ancestors, we squabble and doubt each other's loyalty. We've not learned from their mistakes. I know of a man. He sought to rid us of such chaos. It is seldom that one steps forward to do what is right. They call him Herman. You must seek him out before your indisposition takes you. Tell me how to find him. I cannot. The path is clouded. My eyes fail me. Here. I bestow this weapon upon you. What do they call you? Ah, you are branded. Nachtflugpistole. Eine Waffe, die in jüngster Zeit geschmiedet wurde, aber von antiker Handwerkskunst inspiriert ist. Trotz ihrer tückischen Leichtigkeit wurde der uralte Entwurf der Pistole im Lauf der Mutation modifiziert, um ihre Feuerkraft zu erhöhen und somit die immer härter werdende Haut der kalten Mutanten zu durchstoßen. Eric, it will help protect your body. Your heart, I fear, may not be so fortunate. Take this key. I hope you find a use for it. For I am finished. Marks Schlüssel. Ein Besitz, von dem man sagt, dass er von geheimnisvollen Seelen genutzt wird. Der Träger dieses Schlüssels soll den Ort betreten, von dem das himmlische Geflüster kommt und das Tor zwischen knorrigen uralten Pflanzen. Man spricht von einer seltsamen Präsenz, die einen verfolgt und verwirrt. Die vier Wände, in denen sie nachdenkt, sind eine Zuflucht. Mithringal, tell me of this place. I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer. Also. Despair and distrust has overwhelmed the people. Surely you must have some desire to leave this place. If I were to leave, it would challenge the despicable power that controls our beloved Mithringal. A terrifying power no one dares to test, and that includes you. That is why you must find Herman. He is the man who seeks the cure for your affliction. Okay, ich gehe ja Hermann suchen. Jetzt ist gut. Okay, ey, ein Safe Point. Sehr gut. Fuck. Okay, und meine Gun ist auf RT. R1 wollte ich sagen, aber RT ist es.
Kann ich irgendwas kaputt machen? Gut, dann dürfen wir uns hier mal umsehen. Oh, wie die Blätter aufgewirbelt werden. Cool. Die Myoxidkugeln. Wir müssen uns das auch mal noch durchlesen. Beziehungsweise haben wir, glaube ich, schon, ne? Indirekt hier. Ja. Was genau kann die denn? Die Skalier mit Instinkt. Interessant. Was ist denn, wenn wir einen Gunner-Mage machen? Wäre das nicht cool? Ich finde das cool. Aber ich bin auch so ein Combat-Mage-Spieler, ne? Ich mag so Battle-Mages. Die dann mit Schwert und Spell irgendwie reingehen und Sachen töten. Aber vielleicht probieren wir mal was anderes. Mal gucken, wie es sich anbietet. Mal gucken, was sich ergibt. Erstmal müssen wir einen Zauber überhaupt mal finden. Brief eines Haushaltsmitglieds. Als die Zerstörung um uns herum begann, machten wir uns auf den Weg zu den vermeintlichen Gängen, die uns in Sicherheit bringen sollten. Doch ein gegeißelter Schatten versperrte uns den Weg und sicherte uns allen ein schreckliches Schicksal. Barsofs Stromtod. Als Waffe des letzten Auswegs wurden sie vom ätherischen Orden erforscht und eingesetzt, um Ungläubige mit ständigen und anhaltenden Schmerzen zu quälen. Später wurde sie von Nikolai Barsow in eine neue, mächtigere Kraft umgewandelt und erweist sich weiterhin als effektive Waffe. Ist das mein erster... Ist das Babys erster Spell? Oh. Skaliert mit Instinkt und Geist. Okay, vielleicht... bietet es sich tatsächlich an. Aber hier sind auch noch Zaubersprüche, das ist nochmal was anderes, ne? Okay. Setzt einen kurzen Stromstoß frei. Stromfluss frei, der eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten werden kann. Ah! Okay, das können wir jetzt benutzen. Wie auch immer das sich dann auf die Gegner auswirkt, werden wir gleich sehen. Ich werde das nämlich sofort benutzen. Die verdammten Ruinen der Festung Orseus. Orseus. Oh, Schieberätsel? Schieberätsel? Nee? Okay, scheinbar kann ich das noch nicht tun, was ich hier tun muss. Na gut. Achso, warte. Da brauchen wir natürlich ein Fragezeichen, weil wir die Fähigkeit noch nicht haben. Werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal sehr viel markieren. Natürlich nichts gedroppt, schade. Aber wir können jetzt mit dem Schlüssel... Ach, hier müssen wir auch noch eine Markierung machen, ne? Weil wir haben ja hier die Fähigkeiten noch nicht. Also den Enterhaken, den vermeintlichen Enterhaken. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir den brauchen. Hier kann ich doch jetzt rein, oder? Yo! Mirgo? Wette des Spielers. Zieht mehr Nykrux von besiegten Feinden an. Eine Infusion, die die Absorption von Nykrux beschleunigt, indem sie die innere Zusammensetzung der Körper besiegter Feinde vorübergehend verändert. Ah, okay. Also über XP. Sind da über... Ach, das sind Kerzen hier am Boden. Ich dachte, das wären Krähenfüße. Hallo! My lady, why do you push such a heavy burden? This carriage is no burden. Not compared to that which weighs upon my mind. The presence of children. Those forgotten. Die Frau in Tinte. They are supreme and need protection. Only this carriage can provide such sanctuary. They are scattered throughout this world. And there are many away from this land of toil. Where they will forever be safe. Also die Übersetzung ist teilweise... Find them, and I shall show you enormous gratitude. Die Übersetzung ist teilweise nicht ganz perfekt, weil sie schiebt ja diesen Kinderwagen hin und her, ne? Sie hat gerade von dem Schutz der Carriage geredet. Was übersetzt Kutsche heißt, ist richtig, aber halt auch eigentlich einfach Gefährt. Und ein Kinderwagen ist ja auch sowas wie eine Kutsche, ein Gefährt. Das war eigentlich gemeint. Da stand im deutschen Text Kutsche. Nicht durcheinander kommen. Wir können dem alle noch folgen, ne? Momentan kommen wir noch mit. I guess. Fragezeichen. Okay. Hi. Kann ich jetzt alle Türen aufschließen damit?
Also ich meine, da unten war ja nur eine weitere Tür. Vielleicht kann ich da ja lang. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Es sieht ein bisschen aus, als würde der Tod da überangeln. Da, ne? Da. Kann ich hier lang? Tatsächlich. Aber kann ich dann auch hier jetzt lang? Und da unten ist ein zerbrochener Pass. Da könnte man mal runterfallen. Probieren wir später mal, wenn wir da mal backtracken. Weil wenn wir den Enterhaken haben, dann können wir da auf jeden Fall mal backtracken gehen. Weil da sind ja Markierungen für den Enterhaken. Schauen wir da mal. So, hallo. I love it. Das war cool. Hier runter, da runter. Der hat eine Gun. Oh, er ist gestunt. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich ihn insta-gibben, damit ich meinen Mana wieder kriege. Kann ich nicht in der Luft benutzen. Okay, das schießt nur geradeaus. Okay. Wir lernen gerade noch. Ist ein Prozess. Na, warte. Das kann ich nicht, oder was? Anna! Mit der Waste, aber ist mir egal. Hab grad meinen Spaß. Einfach ein paar Sachen anschießen. So, jumpt jetzt hier irgendwas aus der Wand? Kann ich hier rein? Nein. Was kriegen wir hier? Das muss ja was Wichtiges sein. Das sieht aus wie eine große Truhe. Der Schädelspalter. Die Schnitzereien und der mysteriöse Schädel, die im Griff dieser Axt dargestellt sind, erzählen von vergangenen Schlachten. Der Stil der Symbole datiert sie auf die Zeit kurz vor dem Fall von Erlin, sodass sie möglicherweise als zeremonielle Waffe begann und später zu einer effektiven Verteidigung gegen Schrecken umgebaut wurde. Schnecken! Stärke 13 habe ich nicht. Hab ich doch. Führen Sie einen Sprungangriff aus und senden Sie bei der Landung eine schädliche Trümmerwelle aus. Ich kann das equippen, also habe ich wohl 13 Stärke. Ich habe 7 Stärke. Warum kann ich das benutzen? Obwohl ich offensichtlich nicht genug Stärke habe. Ach so. Jetzt mache ich nicht genug. Ich mache nicht maximalen Schaden damit, weil ich nicht die entsprechende Stärke habe. Okay, ist cool. Kann ich mitarbeiten? Ich habe 2100 Nykrux. Warum habe ich so viel? Wo soll ich hin mit den ganzen Punkten? Wie hart werde ich denn weginflationiert? Okay, kann man nirgendwo durch. Kann ich noch 12 Mal gegen die Wand schlagen? Ich muss niesen. Oh nein. Juhu! Jesus. Eichsenstein. Heilinjektionen nehme ich. Brr. Ich bin mir gerade ein bisschen kälter. Ach nee, im Mund. Oh, ist der schnell. Ja, ist ein Hund. Hat. Da unten patrouilliert einer. Was haben wir hier? Ja. Mehr Mana. Aufladen. 134 Schaden. So, da will ich, glaube ich, nicht reintreten, weil da sind Stacheln. Das heißt, wir machen eine Markierung hin und kommen da ja sonst nicht weiter. Haben wir eigentlich eine Prozentanzeige hier, wie viel wir von der Karte erkundet haben? Nein. Ah, zweite Ebene ist Innenräume. Cool. Kann man also auch durchwechseln. Sehr schön. Gutes Kartendesign. Ganz wichtig. Nicht einfach nur quadratische Räume. Oder rechteckige Räume. Wie in manch anderem Game. Wie zum Beispiel in Ender Lilies. Das mag ich zwar sehr gerne, das Spiel, aber Kartensystem war halt trotzdem für die Tonne. Wobei ich löblich fand, dass man sehen konnte,
wenn man den Raum fertig hatte. Dafür war der Raum halt auf jedem, also jeder Kartenteil auf dem jeder Raum auf der Karte war einfach nur ein Rechteck. Obwohl so ein Raum halt immer anders geformt war. Naja, ist egal. Anderes Spiel, anderes Problem. Erstmal speichern. Ich könnte jetzt reisen. Stimmt, ich kann jetzt reisen. Ich will das Schwert wieder. Das ist schneller, das gefällt mir besser. Ich meine... Kann ich die Türen jetzt aufschließen? Ist das alles Marks Schlüssel? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Musik kurz aufgehört. Rar! Scooby Snacks! Lässt sich nicht öffnen. Okay, das ist wohl ein Shortcut. Was ist denn mit den anderen Türen? Da komme ich nicht ran. Ich will nur mal gucken. Nur mal kickern. Oh, der Speer ist so cool. Oh, der Speer ist so cool. I love him. Ah, okay. Ist nicht der Schlüssel von Mark. Hätte aber sein können. Okay, das Einzige, was ich dem Spiel bis jetzt negativ ankreiden kann, ist, dass es keinen Sprint-Button gibt und der Charakter nicht sonderlich schnell läuft. Zum Traversen der Map wäre es vielleicht ganz cool gewesen, noch sowas zu kriegen. Ich glaube, ich gehe mal kurz leveln, weil... Wieso nicht? I'm gratified to lay my eyes upon you once more. Okay. Kann ich hier hoch? Nee. Also ich brauche wirklich den Enterhaken, okay. Aber mit den 2000 Punkten, die wir haben, würde ich jetzt gerne was holen. Guck mal, wie viel... Warum haben wir denn so viele Punkte bekommen? Jesus. Ja, definitiv. Definitiv Fokus, allein schon, um mehr Spells zu wirken. Ja, komm, alles auf Geist. Ich bin ein Geistlicher. Schön. Ob ich das noch bereuen werde, weiß ich nicht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Reisen auf in die alten Ruinen. Haben wir jetzt alles gemacht hier, was wir machen können? Wir ja, würde ich schon sagen, ja. Das ist ein Shortcut. Habe ich noch mehr Icons? Nee. Nur die paar. Besser als nix, aber... Ich mochte das in After Image, wo du irgendwie 20 verschiedene Icons hattest. Das war schon ganz cool. Was bist denn du? Oh, die explodieren. Okay. Totenverstand. Ich frag mich echt, ob es ein Bestiarium oder sowas gibt. Wo ich da nochmal nachlesen kann. Ich lasse mich nicht von denen ermorden. Bin hier kein Baddie. Wieder auf den Blitz zurückwechseln. Der kann nix, der weiß es nur noch nicht. Oh, ist der Techniker geworden? Hm. Hier ist wieder ein Enterhaken-Ding. Ja, markiere ich mir trotzdem auf der Karte. Da hustet der. Mir einfach nicht brazen. Ah! Oh, er hat gewartet, bis ich lande. Was für ein Genie! Achso, stimmt, ich kann ja auch parieren. Ah! Okay, wenn man übelst hämmert, dann wird man gepunished. Oh! Aber dann... Nein! Ich sterbe! Es geht mir zu Ende! Das hat nicht getroffen! Okay, dass der Stromschlag in der geraden Linie vorangeht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte halt, der sucht sich das nächste Ziel, das in Reichweite ist. Was halt der Hund gewesen wäre. Aber gut. The more you know. The more you know. So, jetzt wäre ein schlechter Zeitpunkt rauszufinden, ob das Instant-Kill-Stacheln sind. Ich bin mir auch fast sicher, wir werden das irgendwann rausfinden. Ob ich will oder nicht. Was ist eigentlich auf der Taste hier? RB macht nix alleine. Ist bloß die Kombo-Taste, um zum Beispiel das Schwert in ein Speer zu verwandeln und sowas. Gut, der ist down. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nein. Oh, he did it again.
Ich pariere den, kein Problem. Oh, ich hab pariert. Hab ich nicht mit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Oh! Hallo? Ah, jetzt. Tendur! Kann ich das auch? Nee, kann ich nicht. Ah, nee, doch, warte mal. No! Nein, ich hab doch Rollen gedrückt. Ah! Jetzt habe ich meinen Stuff verloren. Ich meine, gut, ich hab. Zum Glück habe ich meine ganzen Dinger noch ausgegeben vorher. Damn! Game is actually harder than expected. Okay, tatsächlich ein bisschen Mühe geben beim Spielen. Hatte gedacht, der Anfang ist vielleicht ein bisschen chillig. Kannst ein bisschen durchlatschen, ein bisschen Sachen schlagen und das wird dann erst ab einem gewissen Boss schwer, aber nee. Klassisch schwer. Man kann sich ducken, aber man kann nicht dabei schlagen. Okay. Die Blitze sind nicht gut gegen Hunde. Problem, also schon wieder gefunden. Dabei wären die Blitze natürlich ideal für die Hunde, weil die so schnell sind und man sich dann nicht darauf fokussieren muss, den zu treffen, den Hund. Naja. Oh. Ha! Man kann sich drunter durchgucken, okay. Tu es. So, okay. Geil. I love it. Mm. Nein. Oh mein Gott. Gut, einer ist down. Ich muss mich nochmal heilen. Kann ich denn so schießen? Nee. Krass. Wo ist der andere Hund? Da ist er. Ich springe über den drüber. Battle erstmal den da. Mm. Okay. Hunde, wie immer, die schwersten Gegner im Game. So wie in jedem Elden Ring. In jedem FromSoft Game. Hä? Ich meine, dafür haben wir die Knarre, ne? Oh, der gibt mir Mana! Holy Jesus, cooler Finisher. Noch nicht verstanden, wie man den Finisher kriegt. Da drüben liegt noch ein Item. So. Huch! Actually? Oh mein Gott, hat er lange gebraucht. Oh mein Gott! Hm. Kann ich den schlagen? Nee. Aber ich kann den da schlagen. Und dann platzt der und macht vielleicht den da anderen. Nee. So, ich würde gerne den nächsten Gegner. Hm. Oh! Nice. Macht auf jeden Fall AOE-Schaden. Sehr gut. Keine Ahnung, wie man die weiße Leiste auffüllt, aber wir haben mehr Kugeln bekommen. Das ist schon mal nice. Reicht das? Oh, wird nicht gestaggert dadurch. Nein, jetzt bin ich aber runtergefallen. Ich glaube, ich muss meine Ressource ein bisschen besser jonglieren. Was ist denn das? Das kann ja nur gut sein. Ach, es ist Schalter. Ah. Hey, es hat mich nicht ermordet. Kann ich jetzt darüber? Yay, ich habe ein Item. Yay, ist was zum Heilen. Das ist immer gut. Heilung ist immer gut. Hm, da hätte ich doch jetzt hinfalten können, oder? Warte mal. Wachtel mal. Was ist denn, wenn ich von da oben, wo wir gerade die Heilinjektion bekommen haben, nach links unten falle? Dann müsste ich doch eigentlich zu diesen Kisten kommen. Kann ich hier noch was kaputt schlagen? Nee. Keine Sekrets. Also. Runter und nach links. Ach, es geht nicht. Es geht nicht. Na gut. Aber anders komme ich da nicht hin. Vielleicht von hier oben, aber da kommen wir auch noch nicht ran. Noch nicht. Das habe ich markiert. Jo. Ja, aber das hätte richtig sein müssen. Na gut, vielleicht mit einem Double Jump dann. Machen wir auch mal noch
so einen Marker hin, dass wir da was haben, was wir gesehen haben, aber wo wir noch nicht rankommen. Heißt nicht, dass ich davon alles ablaufe, aber dann ist es zumindest markiert für den Fall, dass ich es ablaufen möchte. Erstmal was trinken. Oh, der 2 Stunden kalte Kaffee. Oh. Mehr Kugeln. Mehr Kugeln. Ey, das Sounddesign. Lecker. Fühlt sich alles schwer und heftig an. Sehr gut. So muss es sein. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Waffen und so zu Sand klingen und du dann das Gefühl hast, als würdest du Gegner mit der Fliegenklatsche hauen. Ganz schlimm in Shootern. Hey, something catches your eye. Your wares are of no interest to me. Pity. Surely you require an instrument to protect yourself. This place is an unforgiving one. My darling daughter was not so fortunate. She was taken inside that place. My heart is weighed down with my grief. Nevertheless, it is a heart that would surely be lightened with a purchase. Regret is not something you will feel. Meine Tochter wurde entführt. Kannst du bitte was kaufen, damit ich mich besser fühle? What is your daughter's fate to be? It is a heavy price, but one demanded by the church. A church with prejudice against its own congregation, sucking the hope out of us all. She is in the chains of these wretched people. I must resign myself to a fate of a hunt. An all-consuming pursuit of those who hold her. I must. Your purchase will be gratefully received and will return a mere fraction of the warmth to my heart. So, what say you? But be quick, my time is limited and I must relinquish my daughter from the hell she's in. Ja, ich würde gerne kaufen. Und er hat nur Kugeln. Ah, nee. Schlüsselgegenstände. Okay. Kugeln sind Schlüsselgegenstände, I see. Die Spieluhr. Eine mit Feuerkörnern gefüllte Bombe, die aus der Ferne verheerenden Feuerschaden anrichtet. Sie erfordert beim Bau und Transport große Sorgfalt, damit sie nicht einfach in Flammen aufgeht. Das macht sie zu einer gefährlichen und sogar tödlichen Waffe für Nicht-Experten. Sonst hat er aber nichts. Man kann bei ihm allerdings günstig Heilinjektionen kaufen und genau das werde ich tun. Naja, mehr oder weniger günstig. Es sind 14 Stück, das ist schon gut. Den markieren wir uns auf jeden Fall auf der Karte. Ich hoffe, der bleibt da auch. Das ist ein NSC, das ist markiert. Oh, das kann... Ach ja, true. Vielleicht sollte ich das mal noch hier machen und da noch machen. Und hier ist ja auch noch ein Dude. Der ist hier. So. Damit wir auch genau wissen, wo unsere Leute sind, mit denen ich nochmal quatschen kann. Da oben ist eine Truhe. Granate! Du schmeißt Granaten, ich schmeiß Blitze. Blitze. Infizierter Wanderer. Ach, ein Schrein. Und ein Item und ein Hebel und so viel Stuff. Okay, aber das ist meine gesamte Zeit, die ich heute für Let's Plays habe, denn ich muss gleich zur Arbeit. Wir sehen uns im nächsten Video, wann auch immer das kommt. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich finde es bis jetzt sehr geil, ihr hattet recht. Ciao!